Hey Leute, falls ihr es in unseren Videos mitbekommen habt oder im Podcast gehört habt, Daniel und ich haben uns eine Ninja Heißluftfritteuse zum Black Friday gegönnt. Wir haben direkt voll viel in der Heißluftfritteuse ausprobiert und das Ganze hier mal dokumentiert. Wir hatten in den letzten Jahren immer einen Philips Airfryer gehabt und von dem auch ganz verschiedene Modelle, die sind auch voll oft kaputt gegangen, immer nach ein paar Jahren. Und mir ist direkt aufgefallen, ja, dass ein Philips Airfryer da irgendwie ein bisschen anders heizt. Also bei einer Heißluftfritteuse kommt die warme Luft ja halt von oben und beim Philips Airfryer ist da ja so eine komische Form unten drin, die dafür sorgt, dass die Luft ja dann viel krasser zirkuliert. Und bei der Ninja Heißluftfritteuse hier mit den zwei Schubladen ist da unten ja noch so ein komisches Blech drin eingelegt. Ja, und diese Form begünstigt dann nicht wirklich, dass diese Luft da so krass zirkuliert. Das heißt, man muss bei der Ninja-Fritteuse ja viel rütteln, wie bei den Pommes eben, oder die Brötchen ganz am Anfang, die werden dann von oben richtig schön, aber man muss die halt dann nochmal wenden, dass die auch von unten dann noch schön knusprig werden. Das war bei einem Philips Airfryer jetzt nicht so, also ich musste mich mit der Heißluftfritteuse von Ninja erstmal ein bisschen anfreunden, voll viel ausprobieren. Aber so mit und mit bin ich damit richtig warm geworden und habe da teilweise echt coole Sachen rausbekommen. Also ihr habt es jetzt schon gesehen, da sind jetzt einige Snacks dabei gewesen, die da richtig gut werden. Vor allem Fritten, finde ich, werden in der Ninja Heißluftfritteuse richtig gut. Was richtig, richtig cool ist, ist da drin einen Auflauf zu machen, wie ihr es hier seht. Das hat richtig gut geschmeckt, das ist wirklich genial. Und was auch noch genial ist, ist, dass man hier zwei ganze Hähnchen halt machen kann. Man legt die einfach rein. Macht die so 30, 40 Minuten. Ich glaube, bei 180 Grad habe ich die reingemacht. Am Ende kann man noch diese Max Crisp-Funktion dann auswählen, damit die richtig knusprig werden. Das war wirklich genial und in dieser kurzen Zeit einfach unglaublich. Burger haben wir auch in der Ninja Heißluftfritteuse gemacht. Hier sieht man es. Ich glaube, ich habe so ungefähr 170, 180 Grad eingestellt. Und ja, man kann halt alles Mögliche an Fleisch da reinschmeißen. Ich habe dann auch noch die Brötchen in der Heißluftfritteuse kurz reingeworfen und dann hatten wir richtig coole, geniale Burger. Also mir gefällt das Teil richtig. Es ist, wie gesagt, anders als jetzt andere Heißluftfritteusen, aber die Ninja hat die Philips jetzt teilweise verdrängt. Einfach aus dem Grund, dass ja, die Ninja Heißluftfritteuse einfach viel mehr verschiedene Sachen machen kann. Ja, so einen ganzen Rollbraten haben wir auch da reingeworfen, hat auch super geklappt. Wir haben uns hier so Käsebrötchen selber gemacht oder wollten auch, ja, so ein paar Weihnachtsmarkt-Highlights in der Ninja Heißluftfritteuse machen, wie zum Beispiel Champignons. Da muss ich aber ehrlich sagen, ja, hat geklappt, sieht auch lecker aus, aber Champignons einfach in der Pfanne dann zu machen, ja, das schmeckt dann schon ein bisschen besser. Bratwurst, wie immer, habe ich auch schon im Philips Airfryer gemacht, auch einfach genial, weil die Wurst rundum einfach perfekt wird. Und so kleine Mini-Pizzen, Baguettes, alles ist möglich. Also ich bin eigentlich wirklich ziemlich begeistert von Ninja. Kann es weiterempfehlen. Und die sauber zu halten geht auch viel einfacher als beim Philips Airfryer, finde ich. Man schmeißt diese Pfannen einfach in den Geschirrspüler. Bei Philips werden die gesamten Kleinteile einfach irgendwie viel dreckiger. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt ein paar Ideen. Bis dann!